zu den Jungs keine persönliche Beziehung entwickeln. Ich muss in der Lage sein, sie zu verkaufen, sie in die Minor League zu schicken oder rauszuwerfen. Das ist übrigens was, das du auch lernen solltest. Ja, hallo zusammen, wir machen weiter mit einer neuen Folge. Heute gibt es wie gewohnt die Spieltagsanalyse. Außerdem sprechen wir kurz unsere Transferstrategie der ersten Saisonphase durch. Und was dieses Jahr neu dazugekommen ist, ist der Überblick zu unserer neuen Rubrik Better Than. Also wir kontrollieren den Verlauf der Prognose, die wir eben vor Beginn der Saison erstellt haben. Ja, insgesamt bin ich zufrieden mit dem Spieltag. Es gab ein paar positive Überraschungen, die einige der negativen Überraschungen kompensieren konnten, aber eben auch diejenigen, die erwartungsgemäß in ihrem Soll waren, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir an der Tabellenspitze sind. Starten wir mit der Bank. PB ist, denke ich, genau im Soll. Das wird sich die gesamte Saison so durchziehen, also konstant 2 Punkte. Und dann eben 4 bis 5 Spiele, wo er mit einer Torbeteiligung seine 6 bis 8 Punkte holen wird. Und auf eines dieser Spiele hoffen wir jetzt direkt am Anfang der Saison, damit wir ihn dann mit der Marktwertsteigerung verkaufen können. Dann haben wir Emil Forsberg, ist meiner Meinung nach unter seinen Möglichkeiten geblieben, also sollte eigentlich schon immer seine 2 bis 3 Punkte von der Bank machen. Das wird sich aber durch mehrere Torbeteiligungen im Schnitt wieder ausgleichen, also da habe ich keine große Sorge. Ryerson war natürlich die Überraschung des Spieltags. Ich würde sogar behaupten, hinter Sildilia von Freiburg der beste Spieler, den man vom Preis-Leistungs-Verhältnis hätte aufstellen können. Macht natürlich noch positive Schlagzeilen, wenn er mit Krämpfen vom Platz runter muss. Was bedeutet, er ist nicht verletzt und wird nächsten Spieltag mit Sicherheit wieder spielen können. Er wird aber wahrscheinlich diesmal tatsächlich von der Bank kommen, was uns aber nicht stören soll, solange er seine plus 25 Minuten am Ende bekommt. Er hätte ja fast auch ein Tor erzielt, aber es sollte wohl noch nicht sein. Also das kann ja noch werden. Und ja, wer allerdings getroffen hat, ist Onisivo und das Ganze gleich 2-mal. Das ist für unsere Strategie natürlich perfekt. Also dieser Doppelpack sorgt jetzt in Verbindung mit einem verhältnismäßig niedrigen Marktwert für ein ordentliches Plus. Und die Frage ist jetzt nicht, ob wir ihn verkaufen, sondern eben, wann wir ihn verkaufen. Also wir wollen schon unsere 7,5 bis 8 Millionen vom Computer. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das bekommen. Ich tendiere jetzt dazu, ihn jetzt bereits zu verkaufen, Spieltag auf Brekalo zu setzen, anstatt auf Onisivo am Freitag oder eben ihn am Freitag nochmal aufzustellen und ihn erst dann zu verkaufen. Also das ist jetzt so die Frage, die sich jetzt im Laufe der Woche erklären wird. Das Ganze mache ich aber abhängig von der Höhe des Angebots, was in den nächsten Tagen alles auf dem Transfermarkt kommt und eventuell natürlich auch mache ich das Ganze abhängig von den PKs am Ende der Woche. Thuram wird es ähnlich ablaufen, bei ihm werden wir allerdings noch bis nächste Woche abwarten und dann auch überlegen, ob wir ihn nochmal aufstellen, also am dritten Spieltag oder eben bereits unter der Woche verkaufen werden. Das mag jetzt einem vielleicht im ersten Moment alles unorthodox vorkommen, weil die Frage ist ja berechtigt, warum verkaufen wir diese Spieler, obwohl sie gerade so in Topform sind. Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. In der jetzigen Phase ist uns eben Geld machen noch viel wichtiger als das Punkten. Und daher nehmen wir es in Kauf, vielleicht ein paar Punkte liegen zu lassen jetzt am Anfang, wenn wir dafür eben mehrere Millionen an Plus generieren können. Außerdem werden diese Spieler auch wieder eine Phase haben, in der sie nicht treffen. Der Markt wird wieder sinken und dann können wir uns, wenn es optimal läuft, sogar denselben Spieler im Laufe der Saison, also im späteren Saisonverlauf, wieder günstig kaufen. Das ganze Geld, das wir jetzt in den ersten Spieltagen generieren, brauchen wir dann im späteren Saisonverlauf für die ganzen Top-Spieler. Also wir müssen da ganz einfach geduldig sein und auch damit eben leben können, dass gerade am Anfang der Saison nicht die ganze Zeit an der Tabellenspitze sind. Wie gesagt, nach aktuellem Stand sind Marcel und Harun Tasgin die Favoriten und einer der beiden wird jetzt am Anfang die Führung übernehmen, während wir eben uns pacen und immer in Reichweite eben bleiben. Also das Ziel ist natürlich, in Reichweite zu bleiben, dass der Abstand nicht zu groß wird. Aber wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit den ersten Platz belegen. Dann haben wir Thiago Thomas. Thiago Thomas werden wir hingegen halten und hoffen nicht, dass er jetzt mit 5 schlechten Spielen in die Saison startet. Aber das Gute hier in dem Fall ist auch wieder, da sein Marktwert nicht wirklich stark abfallen kann, weil er eben so einen niedrigen Marktwert hat. Daher müssen wir uns dahingehend keine große Sorge machen, was eben auch wieder ein weiterer Vorteil von dieser Strategie ist. Ja, also wir haben uns am Anfang der Saison viele Spieler gekauft, wo die Marktwerte verhältnismäßig niedrig sind und dementsprechend kann da nichts passieren, wenn sie jetzt die ersten 3 Spieltage nicht performen. Der Marktwert wird nicht großartig sinken. Ja, also und ja, dann haben wir Dani Olmo mit einer Vorlage und 8 Punkten. Auf ihn werden wir allerdings längerfristig setzen. Er ist ja auch einer der Ausnahmen, für den wir jetzt fast 10 Millionen bezahlt haben. Allerdings ist er einer der günstigsten Top-Spieler, wenn wir ihn jetzt mit einem Okungu vergleichen. Also keine 20, keine 15 und auch keine 12 Millionen. Ja, dann kommen wir zum Hauptdarsteller unseres Kanals, Jesper Lindström. Reif ist sehr schade, aber hier sehen wir auch gleich einen großen Nachteil der XG-Statistik gegenüber der XA- und XT-Statistiken. Denn jetzt im Fall von Lindström ist das nicht verwandelte Tor ein Punkteswing von etwa 10 Punkten. Ja, also
Wenn er den reinmacht, bekommt er schon mal 4 pauschale Punkte von Comunio, die er jetzt nicht bekommen hat. Und er hätte auch statt der minus 3 Punkte von SofaScore wahrscheinlich eher plus 3 Punkte bekommen. Also er hätte dann am Ende vielleicht 7 Punkte gehabt und jetzt hat er eben minus 3. Also das sind fast 10 Punkte Unterschied alleine, nur deshalb, weil er das Tor eben nicht macht. Und das liegt einfach daran, dass diese Großchance, ja, diese vergebene Großchance eben sehr streng bewertet wird und auch negativ bei SofaScore bewertet wird. Und diese negative Bewertung gibt es eben jetzt nur beim Abschluss, nicht aber jetzt bei einem Pass oder bei einer Vorlage. Also Lindström hat hier mehrere positive Bewertungen bekommen bei dieser Aktion, wenn wir hier sehen. Also der Ballkontakt, der gewonnene Zweikampf, das erfolgreiche Dribbling, der Torschuss. Und beim Torschuss muss man eben sagen, es ist jetzt eben die Frage, ob der Schuss aufs Tor geht oder eben neben das Tor. In dem Fall hier ist er daneben gegangen, also negativ, was insgesamt ein 3 zu 1 ist, also dreimal positiv, einmal negativ. Allerdings macht die vergebene Großchance das ganze Positive dann im Endeffekt zunichte. Und ja, also in der XG-Statistik haben wir eben nicht nur Positives, das sich auf die Punkte auswirkt, sondern eben auch Negatives. Also da sind negative Eigenschaften auch enthalten. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sich die XG-Statistik eben anschaut. In der XA sind eben nur positive Auswirkungen enthalten. Also wir haben beispielsweise einen erfolgreichen Pass, wir haben einen gefährlichen Pass, wir haben eine Großchance, eine kreierte Großchance und eben eine Vorlage. Ja, also entweder wir haben 4:0 positive Bewertungen oder eben 3:0 positive Bewertungen. Ja, also deshalb sollte einem bewusst sein, wie viel Risiko in der XG-Statistik enthalten ist. Dafür ist allerdings der Reward natürlich auch deutlich höher, da man ja pauschale Punkte für die Tore bekommt, was bei der Vorlage leider noch nicht der Fall ist. Ja, Marcel Sabitzer hat das Minus von Lindström und Silas sozusagen insgesamt abgefangen. Hat mich positiv überrascht, habe eigentlich jetzt nur mit 3 Punkten von ihm gerechnet. Das nehmen wir gerne mit. Als nächstes haben wir Mitchell Weiser, wird ebenfalls deutlich früher auf den Marktwert kommen, den wir erwartet haben. Also wollten ihn ja für 3,7 Millionen abgeben und das werden wir, denke ich, auch im Laufe der Woche machen und hinbekommen. Es gibt auch Interesse von 2 Managern in der Liga. Ihn würde ich sogar an die Konkurrenz abgeben, denn sie bezahlen ja auch in Anführungsstrichen einen schlechten Preis dafür und da haben wir kein Problem damit. Dann hätten wir noch Dedrick Boyata, ist ärgerlich, dass er nicht gespielt hat. Solche kurzfristigen Aufstellungsänderungen, die völlig unerwartet sind, aufgrund von Trainerentscheidungen oder Verletzungen, die haben uns in der letzten Saison beispielsweise gerade im Endspurt sehr wehgetan, denn das sind eben verschenkte Punkte, die sich über mehrere Spieltage zu einer entscheidenden Punktezahl zusammenhäufen können. Also wir reden da am Ende von 50 bis 80 Punkten, die dann fehlen. Und das kann einem dann unter Umständen auch die Meisterschaft kosten. Also Dedrick Boyata, wenn er gespielt hätte, 0 Punkte, 1 Punkt, 2 Punkte. Wenn er die 0 Punkte wirklich macht, dann ist das in Ordnung. Aber es ist einfach schade, dass die Möglichkeit gar nicht besteht, Punkte machen zu können, ja, aufgrund von dieser Trainerentscheidung. Weil ansonsten nehmen wir halt dann trotzdem 1 oder 2 Punkte mit. Und wie gesagt, über die ganze Saison hinweg mehrere solche kurzfristige Entscheidungen, die nicht zu erwarten sind, weil er hat, denke ich, auch ganz gut im Pokal gespielt. Und das war jetzt nicht zu erwarten, dass er da jetzt Bundesliga-Debüt nicht spielen wird. Und ja, der eine Punkt von Karel Scharberg ist in Ordnung, sollte zwar eigentlich seine 2 Punkte machen, allerdings wird sich das mit einem besseren Spiel späteren Verlauf dann nach oben ausgleichen. Wir sehen uns mal die aktuellen Gebote an, also wir sind uns da fast oder bald einig mit dem Computer. Ihr seht hier das, was wir ungefähr haben wollen, also den Richtwert, und ich denke, das werden wir dann auch bekommen. Schauen wir uns im Überblick unsere Better-Than-Predictions an, weil man beim Duell Lindström-Schick eher sagen muss, wer war der Schlechtere von den beiden. Lindström mit minus 3 und Schick mit minus 2. Wird natürlich bei beiden in den nächsten Spieltagen in die andere Richtung gehen. Aber wie gesagt, wir glauben, dass Lindström über die Zeit besser performen wird, besser abschneiden wird als Patrick Schick. Und wir behalten das, wie gesagt, von Woche zu Woche im Auge. Beim Duell Olmo gegen Diaby konnte sich am ersten Spieltag eindeutig Olmo durchsetzen. Hier verlinke ich übrigens nochmal Videos dazu, damit ihr auch seht, warum wir zu dieser Prediction gekommen sind oder wie wir zu dieser Prediction gekommen sind. Und dann haben wir Thuram, der hat momentan ebenfalls die Nase gegen Bellingham vorne. Und das ist so ein Duell, das wird, glaube ich, das spannendste Duell von diesen dreien. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, Thuram wird deutlich besser sein, aber Bellingham wird eben auch deutlich besser diese Saison abschneiden. Bei den anderen beiden Predictions habe ich ja gesagt, dass Diaby und Patrick Schick schlechter abschneiden werden als in der vergangenen Saison. Und bei dem Duell Thuram gegen Bellingham werden eben beide deutlich besser abschneiden. Und ja, das war's dann für heute. Am Freitag geht's wieder weiter mit der Spieltagsanalyse. Wie seid ihr in die Liga gestartet? Welche eurer Spiele hat euch am meisten überrascht oder eben auch enttäuscht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.